Juhu und Hallöchen. Ich hatte mich ja in der letzten Folge ein wenig, naja, verlaufen kann man das ja jetzt nicht sagen. Ich war schon richtig, ich bin nur in die falsche Richtung gelaufen. Aber ich könnte eigentlich auch hier lang. Afagibahn. Ich glaube zumindest, dass das jetzt ein Stückchen in die richtige Richtung ist. Und dann hier so. In Twifel atraus. Ich hoffe, dass ich ja bis dahin noch ein Taxi irgendwie entdecke und finde, damit ich den ganzen Weg nicht so zurück muss. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Kann weg. Kann weg. Kann sowieso weg. Sowieso, sowieso. Oh, was ist denn das? Leider bringt es mir nichts. Kein Einfluss. Bringt mir nichts, bringt mir nichts. So. Leben Sie wohl. Leben Sie besser. Ich bin aber auf den richtigen Weg. Sehr schön. Ah, lieber gucke ich drei, viermal mehr nach. Obwohl ich meiner Meinung nach schon sehr, sehr viel nachschaue in den Maps, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Aber wie du siehst, trotz dass ich immer wieder nachschaue, naja. Verlaufe ich mich trotzdem. Und auch wenn die Aufgabe hier besessener Jäger heißt oder sich schimpft, habe ich es dennoch irgendwie im Kopf, dass ich besserer Jäger. Ich hatte am Anfang schon besserer Jäger gelesen und seitdem heißt die Heldenmission besserer Jäger für mich. Ist irgendwie, ich krieg's gerade nicht so aus dem Kopf wieder raus. Ah, guck mal da. Muss irgendwo ein Taxi in der Nähe sein. Ah, ich wollte schon sagen, warum wird mir die Karte nicht entdeckt? Ah, ich muss einmal rundherum und dann. Baujamunja. Und dann habe ich auch das Taxi gefunden. Sehr schön, sehr schön. Hoppala. Das falsche Tastli. Ah, guck mal, hier sind auch neue Aufgaben. Sehr schön. Ich habe drei Expeditionen in den Tempel der dunklen Seite geschickt. Keine kam zurück. Ich weiß nicht sicher, was los ist, aber wer dort hineingeht, der kommt nicht wieder raus. Gibt es einen Grund für diese Behauptung? Vor den Lauten, die ich dort gehört habe, würde sogar ein Rancor fliehen, wenn er genug Grips dazu hätte. Ihr könnt den Tempel der dunklen Seite überleben. Ich bitte euch, mir und dem Imperium einen Gefallen zu tun. Die Leute, die ich hineinschickte, haben bestimmte Daten gesucht. Sie waren verzichtbar, größtenteils Sklaven, aber die Daten sind wichtig. Was waren das für Daten? Wir haben einen Anstieg seismischer Aktivität in der Gegend beobachtet, die auch Schäden am Tempel bewirken könnte. Die Sklaven der Expeditionen hatten Datenpads dabei, um alle Daten zu registrieren. Bringt mir diese Datenpads zurück.
Die Informationen sind für weitere Bauvorhaben auf Drom und Kaas wichtig. Nicht sehr aufregend, ich weiß. Aber helft ihr mir? Na klar. Eine Herausforderung ist es nicht gerade, aber ich kann es erledigen. Wunderbar. Fantastisch. Eure Hilfe ist von großem Wert. Ich markiere euch auf der Karte, von wo aus ich zuletzt von der Expedition hörte. Mhm. Mehr kann ich nicht tun. Ja, reicht ja auch. Ich wurschtel mich da schon durch. So, und hier war... Da ist die nächste Aufgabe. Endlich hat der Rat der Sith meine Bitten erhört und einen jungen Sith geschickt, um den Tempel zu sichern. Ess mehr Vitamine, du siehst ein bisschen fahl aus. Was geht hier vor? Natürlich, sie haben mich wieder ignoriert. Wie dumm von mir. Ihr seid aber hier und somit befugt, den Tempel der dunklen Seite zu betreten. Ja, Siki. Ihr könntet diesen Planeten trotzdem retten. Meine Aufmerksamkeit ist ungeteilt. Der Tempel der dunklen Seite ist uralt. Er wurde während einer früheren Inkarnation unseres Imperiums errichtet. Vor 1000 Jahren begrub unser Imperator hier seine Feinde. Mhm. Diese Feinde sind selbst im Tod noch mächtig. Darum wurde der Tempel versiegelt. Aber nun ist etwas Schreckliches passiert. Polizei versiegelt manchmal auch was und trotzdem gehen Leute rein. Mir missfällt die Entwicklung dieses Gesprächs. Als der Imperator sich anderen Angelegenheiten widmen musste, suchte eine Gruppe ehrgeiziger, aber unwissender Sith Macht zu erlangen, indem sie den Tempel plünderten. Hm. Die gesuchten Reliquien fanden sie nicht. Stattdessen erweckten sie einen uralten Sith-Lord, Lord Kallik. Die gesamte Expedition fiel dem Wahnsinn anheim. Sind sie immer noch da drin? Alle, die noch am Leben sind, ja. Lord Kallik starb in einem Hinterhalt und wusste wohl nichts von seinem Tod, als er aufwachte. Hm. Seine Erwartungen wurden zur Realität für seine Umgebung. Seine Macht überwältigte alle im Tempel. Und selbst jetzt bekämpfen sich die Arbeiter, halten sich für Sith Lords und beziehen ihre schrecklichen Kräfte von Lord Kallik selbst. Okay, also ich muss den töten. Was soll ich tun? Die Kämpfe selbst sind mir egal. Aber sie könnten Schlimmeres nach sich ziehen. Es gibt noch andere uralte Sith Lords, deren Geister im Tempel schliefen. Wenn diese alten Sith Lords von all der Gewalt erwachen, könnten sie Drom und Kaas überrennen. Die sollen ruhig weiter schlummern. Ich habe die Grabkammern drinnen untersucht. Sie sind alle nach demselben alten Muster gebaut. Das hilft uns weiter. Wenn ihr die 500 Kilo schweren Türangeln an jeder Gruft verschweißt, wird selbst der heftigste Angriff die Alten nicht mehr aufwecken. Klar, mal eben. Ich habe ja auch ein Schweißgerät in meiner Handtasche. Es wird keine Überlebenden geben. Und dann kommt der nächste Haufen Idioten und stürzt uns wieder in denselben Schlamassel. Das Team, das ich bereits hineingeschickt habe, benutzte einen massiven Schweißbrenner. Effektiv, aber langsam. Sie sind nicht weit gekommen. Ihr müsst den Schweißbrenner finden und die Türen der Alten versiegeln. Ja. Na klar, mach mal doch. Hab ja eh gerade nichts Besseres zu tun. Naja, immerhin gibt es einen Bonus. Jetzt wollte ich schon mich rundherum schleichen, aber... Bonus! Hihi. Oh, nichts zum Looten? Schweinerei. Ich muss... hier hoch. Aber ich... kämpft die dann trotzdem mal. Kann ja nicht schaden, ne?
Es gibt zwar sicherlich noch gefühlte 1000 andere. Ist hier wenigstens was drin? Was zum Anklicken? Nö. Da ist auch nichts. Hä, muss ich nicht hier lang? Nicht so ganz. Ach genau. Ich hatte ja gesagt gehabt. Kopf wie ein Sieb, ey. Was ist denn da? Nicht. Kann ich unten durch, ja, ne? Sehr schön. So, dann. Afgudan heifst. Aber nicht spucken, ne, bei heifst. Wusch ich mal noch darüber. Doch, ja. Ich wollte schon sagen, da gibt es gar nichts zum Looten. Erzählt das hier schon zur H2? Nee. Das vergrabene Macht. Das ist noch so ein komisches Viech. Viecher. Nehme ich trotzdem mit. Hoppala. Stirb doch endlich mal, Junge! Ja, reicht nicht, muss ich hinlaufen. Ah gut, da oben sind ja auch noch welche. So. Ja, nehmen. Krasse, ich laufe nur ein paar Meter. Ich komme noch nicht mal großartig voran und schon ist eine Folge rum. Das ist ja so heftig. Kann ich mich hier durchschleichen? Ja. Aber hier nicht.
so wie es aussieht. Es sind ja jede Menge von denen, ey. Na gut, dann nehme ich die hier. Wenigstens bis vor die Tore. Ah, guck mal. Verstecken sich welche. Subi, dann bin ich ja hier safe. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Ja, ja, nicht sonderlich, aber ein bisschen kann er weg. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich bin selber noch ein bisschen geschockt, dass ich nur für dieses Stückchen eine Viertelstunde gebraucht habe. Und, hier, vergrabene Macht. Möchte gern König. Judy, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.